Herzlich willkommen! Dies ist das Portal zur Welt der Pokémon. Ach herrje. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Wo ist das Portal? Ich sehe kein Portal, ich sehe nur einen weißen Text auf schwarzem Untergrund. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Ich werde es versuchen. Bist du bereit? Ist das schon die erste Frage? Muss ich ehrlich schon ehrlich sein? Gut. Fangen wir an. Gibt es viele Dinge, die du unbedingt irgendwann machen möchtest? Was ist das für eine dämliche Frage? Als ob es wirklich keine Dinge, die ich machen möchte, irgendwann mal. Ich meine, jeder Mensch hat irgendwas irgendwann mal zu tun oder möchte irgendwann irgendwas tun. Und das sind garantiert auch viele Dinge. Geht die Frage vielleicht ein bisschen konkreter? Und vor allem mit mehr Antwortmöglichkeiten außer Ja und Nein. Magst du es, laut zusammen mit anderen Spaß zu haben? Laut zusammen mit anderen Spaß zu haben. Was meinst du mit laut? Im Sinne von, dass wir den Klang der Nachbarschaft zusammen kreischen, oder? Also ich meine, laut im Rahmen des Möglichen. Aber was, wenn ich jetzt mit Nein beantworte? Heißt das dann, dass ich nicht mit anderen Spaß haben möchte? Oder heißt es nur, weil dieses Wörtchen laut irritiert mich gerade im Moment. Ich habe schon mit anderen zusammen Spaß, aber das muss auch nicht unbedingt laut sein. Man kann auch leise Spaß haben. Also im Rahmen des Möglichen. Ich hinterfrage viel zu viel. Ich sage einfach ja. Lachst du viel und gerne? Also ja, ich lache gerne. Viel ist nicht unbedingt in letzter Zeit, aber ich lache schon gerne, ja. Eine Klassenarbeit steht an. Wie und wann bereitest du dich darauf vor? Wie und wann? Ich lerne fleißig. In letzter Minute. Ich spiele lieber. Nee, ich lerne schon fleißig, ja. Habe ich schon immer gemacht. Was machst du mit der Lampe, wenn du abends schlafen gehst? Ich mache sie natürlich aus, weil warum soll ich sie anlassen? Ist doch schon Stromverschwendung. Kannst du jemanden aus vollem Herzen danken, wenn du ihnen dankbar bist? Kannst du jemanden aus vollem Herzen danken, wenn du ihnen dankbar bist? Ja. Kommt darauf an, was dieser jemand gemacht hat für mich. Also ja, würde ich schon sagen. Du hast ein faules Ei ins Zimmer zerdrückt. Was machst du nun? Erstens, mich fragen, warum ich ein faules Ei habe. Zweitens, warum ich dafür in mein Zimmer gehe. Und drittens, warum ich das überhaupt zerdrückt habe. Ich würde es einfach wegschmeißen. Das Fenster sofort öffnen, erstmal daran riechen. Ja, ich würde das Fenster öffnen. Und dann erstmal mich waschen. Und vor allem auch den Boden irgendwie sauber machen, falls auf was auf den Boden getropft ist oder so. Was ist das immer für eine Frage? Das ist so random, das mit dem Ei. Okay. Ich frage mich auch, was das mit Pokémon zu tun hat. Ein Typ belästigt auf einer beliebten Straße ein Mädchen. Auf einer belebten Straße ein Mädchen. Wie reagierst du? Ich helfe ohne Zögern, ich helfe, obwohl ich Angst habe, ich rufe die Polizei, ich bin starr vor Angst. Also ich würde schon die Polizei rufen, weil selber da mich rein zu begeben in diese Situation, nee, das würde ich mich nicht trauen. Ich bin nicht so der Mutige, aber ich würde auf jeden Fall die Polizei rufen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oh. Ha. Die berühmte Pokémon-Frage. Also, schön, dass sie noch gestellt wird hier. Aber wenn ich bedenke, wie sich das alles hier verändert hat, ist das. Na gut, ich gebe kein. Ja, 1, 2, 3. Ich gebe keinen Kommentar dazu ab. Ich bin ein Junge. Du scheinst ein Trommelwirbel. Gutmütiges Wesen zu haben. Ja,
Danke dafür. Du bist sehr gutherzig. Würde ich schon sagen. Sehr hilfsbereit. Zumindest was bei Freunden angeht. Gegen Fremde so... Naja. Ich meine, Kollegen helfe ich auch gerne, wenn sie gerade Hilfe brauchen. Das sind ja keine Fremden, das sind ja Kollegen. Egal. Du schließt schnell Freundschaft. Nein! Nein! Nein, das tue ich nicht. Ich kann so gar nicht schnell Freundschaften schließen. So. Ich bin da eher so... Naja. Der Skeptische. Du bist eine wunderbare Person. Danke. Oder ist das ein Kompliment? Ich weiß es gerade nicht. Punkt. Ich übertreibe. Ein bisschen vielleicht. Ein kleines bisschen übertreibst du schon, ja. Wer bist du überhaupt? Ich denke nicht. Oh doch. Ich denke schon. Bei den einen oder anderen Punkt. Du solltest das doch eigentlich am besten beurteilen können. Habe ich gerade eben gemacht, indem ich die ganze Zeit die ganzen Fragen da hinterfrage, die du gestellt hast. Eine gutherzige Person wie du sollst. Ich habe eine Idee. Ist auch irgendwie lame, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Die Gamer. Wo ist das O? Die Gamer Boys.